Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen absolut super geil cremigen Tag und heute gibt es mal wieder etwas, was es auf diesem Kanal sehr, sehr lange nicht gab, aber eigentlich meistens doch sehr, sehr gut ankam und zwar League of Legends Easter Eggs. Ja, für alle, die nicht wissen, was Easter Eggs sind, das sind so kleine Sachen, die die Programmierer quasi aus Spaß ins Spiel reingebracht haben, um so ein bisschen die Nostalgie zu fördern oder gewisse Momente zu highlighten. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine und die League of Legends Easter Eggs, mit denen wir uns diese League of Legends Easter Egg Season beschäftigen werden, also diesem Video beschäftigen werden, handeln sich rund um die Summoner's Rift Map. Ja, das heißt, es gibt auch auf dieser League of Legends Map, die wurde ja mal irgendwann verändert, sehr, sehr viele Easter Eggs und die werden wir heute erkunden. Damit haben wir genug um den heißen Brei geredet. Wir springen direkt in die Map und zwar zu meinem Lieblings-Item of all times, dem Philosopher's Stone. Ja, der wurde in Season 2, Season 3, das war ein richtig schönes Gold-Item. Ja, es hat Gold over time produziert, wurde dann irgendwann entfernt und tatsächlich kann man diesen aber im League of Legends Summoner's Rift immer noch wiederfinden, denn hier können wir eine Statue sehen, die um ihren Hals eine Halskette trägt und diese Halskette mit diesem, ja, Talisman unten dran ist der sogenannte Philosopher's Stone. Ganz am Anfang einer jeden League of Legends Partie kann man ganz unten links bei der blauen Basis sehen, wie der Drache am Rand der Map durch die Gegend fliegt. Ja, das ist unser Drache, den wir immer töten und abfarmen quasi. Doch das ist nicht alles mit diesem Drachen, denn man sieht ihn auch bei Minute 1:15 oben nochmal lang fliegen. Das heißt, da dreht er nochmal seine Runden, bis er dann tatsächlich bei Minute 2:30 in seinem Pit landet und von uns abgefarmt wird. Wo wir doch gerade oben links waren, springen wir auch direkt wieder zurück, denn hier haben wir noch ein weiteres potenzielles Easter Egg, denn diese Klippe hier, die kommt uns doch sehr, sehr bekannt vor, zumindest denen, die eine Kindheit in ihrem Leben hatten. Ja, es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie aus der König der Löwen, die großartige Klippe, wo alles sich mehr oder weniger drumrum dreht und abspielt. Bei diesem Easter Egg muss man aber tatsächlich sagen, es könnte wirklich reiner Zufall sein oder es ist vielleicht auch gewollt. Easter Eggs sind ja wirklich was, was Riot uns nicht mitteilt, sondern das sollen wir selber herausfinden und manchmal interpretiert man vielleicht ein bisschen zu viel hinein. Da könnt ihr gerne eure Kommentare droppen, ob diese Klippe hier die gewaltige König der Löwen Klippe ist oder eben auch nicht. Die Helene Fischer Ultras unter euch werden jetzt bestimmt sagen, hey Tobi, das ist voll unfair, das blaue Team hat ihr eigenes Easter Egg unten links mit dem Drachen in der Ecke und was hat das rote Team oder das lilane? Ja, die haben vielleicht nicht direkt diesen Drachen bei sich in der Nähe, aber sie haben ein einzigartiges, geiles, noch viel besseres Easter Egg. Denn am rechten Rand der Map können wir hier beobachten, wie ein Frosch, wir nennen ihn jetzt einfach mal Willy, geistesgestört von der Map herunterspringt. Ja, man weiß leider nicht, wie tief das Ganze ist. Wenn wir aber ehrlich zu uns sind, wir können es ihm nicht verübeln. Wenn ich einen Lee Sin in meinem Team hätte, dann würde ich genauso von dieser Klippe springen. Dennoch bleibt die Frage, ist er wirklich geistesgestört oder ist er ein Genie? Denn Genie und Wahnsinn liegen meistens sehr, sehr nah beisammen und vielleicht hat er ja hier wirklich einen weltherrschafts-an sich reißenden Plan im Hintergrund. Ich weiß es nicht, könnt ihr mir gerne droppen. Weiter geht es mit der wohl bekanntesten, unbekanntesten Persönlichkeit in League of Legends und zwar dem guten Helmet Bro. Ja, einige von euch denken sich jetzt, ja lol, wer ist das denn? Andere denken, ja klar, den kennen wir auf jeden Fall, ne, gestern noch mit dem auf der Piste gewesen. Helmet Bro ist eine Person, beziehungsweise eine Figur, die immer und immer wieder in allen möglichen Splash-Arts oder auch Videos wiederzufinden ist. Ja, das heißt, ein Krieger mit einem, ja, Helm, der sehr charakteristisch ist, den man immer wieder erkennt. Und deswegen ist es immer dieselbe Person, die von allen möglichen Champions, ja, ziemlich kaputt gemacht wird, aber im Prinzip niemals stirbt. Never Dying Guy quasi. Und hier können wir bei den Raptoren sehen, dass Helmet Bros Helm hier in deren Nest liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er denen den Helm geschenkt? Ist er in den Ruhestand gegangen? Oder wurde er vielleicht sogar ebenfalls von diesen komischen Vögel-Raptoren-Dingern, was auch immer sie sind, ja, gebrot, weggebrot, sage ich einfach mal. Für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, was ist denn auf der anderen Seite, es ist ja immer spiegelverkehrt, hier können wir eine Rüstung finden. Ob es jetzt die Rüstung von Helmet Bro ist, mag ich zu bezweifeln, aber ich meine, vielleicht, wer weiß. Ne? Wer weiß, ansonsten gerne auch Ideen droppen. Jetzt allerdings, meine Freunde, wird es mysteriös. Und komplex. Die Frage ist nämlich, wenn das Helmet Bros Helm ist, was für ein Helm ist dann dieser Helm hier oben in diesem Nest, wo irgendwelche Eier liegen, welche Eier das auch eben sein könnten. Es könnten Dracheneier sein, es könnten Bird-Dinger, Rabenteile, Eier sein, es könnten auch
Baron Nashor Eier sein. Das weiß ich nicht, ob der Eier legt oder so. Im Prinzip liegen da auf jeden Fall Eier und niemand weiß, welche sind. Und dieser Helm, der da liegt. Ja, ist das Helmet Bros zweiter Helm? Gibt es zwei Helmet Bros? Gibt es Helmet Bros Doubles? Das ist alles etwas, was wir nicht wissen. Aber auch ihr ebenfalls gerne kommentieren könnt. Oh mein Gott, hier ist so viel Redebedarf. Das ist ja komplett verrückt und komplex. Wir bleiben auf der oberen Seite und schwenken etwas weiter rechts herüber, denn hier haben wir einen Stein. Es ist nicht nur irgendein Stein, nein, der Stein ist komplett egal. Es geht nämlich um das Schwert. Es ist ein Schwert in diesem Stein und zwar ist das das, ja, ich meine, wahrscheinlich muss man mittlerweile echt sagen, ich glaube, die meisten Leute kennen das gar nicht mehr, oder? Die Legende von Excalibur, ja, das war Kindheit, oder? Das kennt doch niemand mehr mittlerweile. Denn die Legende von Excalibur besagt, meine Freunde, von dem mystischen Zauberer Merlin war das Schwert Caliburn durch einen Stein bzw. Amboss getrieben worden. Von ihm hieß es, nur der wahre künftige Herrscher könne es dort wieder herausziehen. Nachdem zahlreiche namhafte Ritter und Adlige und auch Muskelprotze, habe ich jetzt hinzugefügt, gescheitert waren, gelang es Artus, dem Sohn des englischen Großkönigs Uther Pendragon, das Schwert mühelos zu befreien, was ihn zum rechtmäßigen König machte. Der Legende nach gab Excalibur seinem Besitzer übermenschliche Kräfte und seine Scheide, ja, ich habe Scheide gesagt, machte jeden, der sie bei sich trug, unverwundbar. Die Legende vom Schwert aus dem Stein wird ebenfalls historisch durch das Rätsel von San Galgano untermauert. Denn in der Toskana, Italien, befindet sich in der genannten Abtei ein Felsen, in dem seit dem Jahr 1180 bis heute ein unlösbares Schwert steckt. Jetzt ist allerdings die Frage, wenn dort tatsächlich ein Stein in dem Schwert steckt, ein Schwert in dem Stein steckt, denn er hat ja das Schwert aus dem Stein herausgezogen und nachdem er da irgendwelche Leute besiegt hat, hat er das Schwert nämlich zurück in den See geworfen, wo er es der Herrin vom See wiedergab. Das heißt, normalerweise, wenn das Schwert irgendwo liegt, dann auf dem Grund von irgendeinem Wasser, was jetzt mittlerweile schon durchgesucht wurde von irgendwelchen Tauchern, in irgendeine Ausstellung gebracht wurde und dort wahrscheinlich wieder verkauft wurde für 1 Million Gold und Euro und was auch immer. Und dieses Schwert, was wir auf dem Bild sehen, ist dann vermutlich das Schwert, was Helmet Bro in diesen Stein hereinschlug, nachdem er seinen Helm gegen die Raptoren verloren hat. Auch hier könnt ihr natürlich absolut gerne kommentieren, was ihr von dem Bullshit haltet, den ich hier rede. Wo wir ja schon über Steine reden, ich meine, Steine sind ein richtig krass, krank geiles Thema, muss man einfach sagen, bleiben wir bei Steine. Denn links in der Map können wir ein Grab sehen und Achtung, dieses Grab ist nicht aus Holz, es ist nicht aus Kunststoff, aus Kohle, aus Stahl, es ist aus Stein. Ich meine, gibt es überhaupt ein Holzgrab? Ja, eigentlich schon, in Amerika machen die ja immer so Holzdinger drauf. Okay, es ist ein Grab, aber welches Grab ist es? Auch hier besagt die Legende, dass dieses Grab das Grab vom Earth ist. Wer den guten Earth nicht kennt, der deinstalliert jetzt erstmal sein Spiel, dann darf er es wieder installieren. Und der gute Earth ist nämlich, ja, quasi diese Robbe mit dem Pfannenwender, den man hier und da immer mal wieder sieht. Er wurde mal in einem, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, müsst ihr einfach mal meine Easter Egg-Liste durchgucken, ja, als Easter Egg zu April quasi als Champion vorgestellt, wurde dann allerdings von Warwick aufgefressen, deswegen hat auch dieser einen Earth-Skin und der gute Earth wurde hier begraben und wenn man zu Halloween, also zumindest damals auf der alten Map, dort mit Earthwick getanzt hat, also dem Earthwick-Skin quasi, dann erschien dort der Geist der vergangenen Weihnacht. Nein, also so viel Kindheit in einem Video, das ist komplett GG. Dann erschien dort der Geist vom alten Earth quasi. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat er sogar dann den Warwick mit einem Geister-Pfannenwender abgeworfen. Klingt auch wieder alles komplett verrückt. Es ist aber wahr. Denn so etwas Ähnliches ist 1634 zwei Männern aus Guatemala widerfahren. Wahrheit oder Fantasie? Wo ziehen Sie da die Grenze? Das war es dann auch erstmal mit diesem League of Legends Easter Egg Video. Ich hoffe, da waren einige Sachen bei, die ihr noch nicht kanntet, die ihr vielleicht auch ganz cool fandet und vielleicht sogar noch was über die ein oder andere Nostalgie gelernt habt. Allerdings gibt es noch zahlreiche weitere Easter Eggs auf dieser Map. Das heißt, ich denke, wenn ihr Bock drauf habt, werde ich mal irgendwann ein zweites Video hierüber machen. Das heißt, ihr könnt mir auf jeden Fall absolut gerne generell eure Meinung dazu droppen. Ich habe ja sonst auch immer ganz viel Easter Eggs über Skins, über Hidden Passives, über, keine Ahnung, irgendwelche Bilder, das heißt Champion-Bilder, Splash-Arts, was auch immer gemacht. Ja, das heißt, wenn ihr wieder Bock habt, da ein paar bisschen was zu lernen oder zu sehen, haut das doch einfach gerne in die Kommentare mit rein. Und natürlich auch alles andere, was ihr über dieses Video kommentieren wolltet. Außerdem habe ich ja schon mal vor geraumer Zeit so ein bisschen angeteasert, dass ich jetzt auch wieder Champion-Guides machen möchte. Ja, das heißt, das könnte man demnächst wieder angehen. Das heißt, irgendwelche Champions über, keine Ahnung, Zed, Orianna, Lissandra, vielleicht auch Toplaner, Jungler, was weiß ich, das ganze Programm mit drin. Sie glauben, dass diese Geschichte wahr war? Tut mir leid.
Das war frei erfunden. Ian Jonathan Frakes.